Da ist sie also endlich, die nächste Konsolengeneration. Bei uns in Europa wagt die Xbox One den ersten Schritt. Einer der größten Titel für die neue Microsoft-Konsole ist Rise Son of Rome vom deutschen Entwicklerstudio Crytek. Im antiken Rom schnetzeln wir als Legionär uns durch Horden von Barbaren und Co. Was direkt auffällt, die Optik ist der Hammer. Was hier auf dem Bildschirm gezaubert wird, ist wirklich eine neue Generation an Konsolenspielen. Die Animationen, die Beleuchtungen, die Texturen, alles sieht richtig toll aus. Leider aber ist Rise Son of Rome ein Videospiel und kein Videofilm. Das heißt, das Actionspiel muss auch beim Zocken überzeugen. In genau dieser Kategorie versagt Rise aber komplett. Das Kampfsystem ist extrem simpel gehalten und wiederholt sich bereits nach wenigen Minuten für die komplette restliche Spieldauer. Die Story ist einfach grauenhaft erzählt und obendrein noch langweilig. Und einen großen Spielumfang, den gibt es auch nicht. 6 Stunden durch die Welt schnetzeln und sich dann noch im Mehrspielermodus langweilen. Nein, Rise Son of Rome ist kein gutes Spiel. Und wenn man ehrlich ist, ist das Game einfach nur ein Grafikblender. Also ein Game, was toll aussieht, aber sonst nichts bietet.